gestern selber in Rom und war beim Marsch dabei und genau, es ist sehr toll, dass so viele beisammen gekommen sind. Also was ist Pulse of Europe für die, die es vielleicht nicht wissen? Pulse of Europe ist eine zivilgesellschaftliche Initiative, ist jetzt auch schon in 61 europäischen Städten und ist eine Riesenbewegung geworden. Die Organisatoren sitzen in Frankfurt, das heißt, es gibt gewisse Guidelines, die wir halt uns ausgemacht haben. Zum Beispiel sind wir überparteilich, wir sind wirklich eine zivilgesellschaftliche Initiative und wir fordern Leute auf, über Europa zu diskutieren, auch gerne kritisch, aber eben konstruktiv. Und wir wollen vor allem das Zwischenmenschliche fördern und endlich mal Europa sozusagen auf unsere menschliche Ebene bringen. Und deswegen organisieren wir das auch jedes Mal am Sonntag um 14 Uhr, weil dort die Leute spazieren gehen. Es einfach eine nette Atmosphäre ist. So, und jetzt haben ein paar von euch die 10 Punkte von Pulse of Europe bekommen. Also habt ihr vielleicht, sonst ist auch nicht so schlimm, ich habe sie ja auch. Und das Prinzip von Pulse of Europe ist Open Mic, also es kann jeder kommen und einfach mal etwas sagen, einen Beitrag leisten. Wie gesagt, es kann alles sein. Was fühle ich als Europäer? Was würde ich an der EU ändern? Was möchte ich gern? Was ist für mich Pulse of Europe? Und genau, also wir sind da sehr offen. Aber jetzt geht es erstmal darum, für alle, damit man versteht, was Pulse of Europe ist, erstmal diese 10 Punkte vorzulesen. Und da würde ich jetzt einfach von der Menge jetzt jemanden aussuchen und jeweils sozusagen 10 Personen. Also erstmal die Dame. Genau. Genau, und den ersten. Europa darf nicht scheitern. Wenn nicht alle, denen Europa wichtig ist oder die auch nur davon profitieren, aktiver werden und wählen gehen, droht die Europäische Union in Kürze zu zerfallen. Die kommenden Wahlen in Frankreich und Deutschland sind von existenzieller Bedeutung. Für Europa geht es jetzt um alles. Danke. Und jetzt, wer kommt dran? Der Herr. Der Friede steht auf dem Spiel. Die Europäische Union war, war und ist in erster Linie ein Bündnis zur Sicherung des Friedens. Wer in Frieden leben will, muss sich für Europa stark machen. Danke sehr. Jetzt der Herr da mit dem Luftballon, bitte. Wir sind verantwortlich. Jede und jeder ist für das Scheitern und das Gelingen unserer Zukunft verantwortlich. Zu hoffen, es werde schon alles gut gehen, ist brandgefährlich. Wer untätig ist, stärkt die antieuropäischen Kräfte. Europa braucht jetzt jeden Menschen. Alle Teile der Gesellschaft haben die Pflicht, destruktiven und rückwärtsgewandten Tendenzen entgegenzutreten. Europa darf sich nicht spalten lassen. Danke sehr. Otto sehr. Danke. Die junge Dame da vorne. Magst du mal hochkommen? Genau, bitte den Punkt 4. Ja. Aufstehen und wählen gehen. Lasst uns den europäischen Gedanken sichtbar und hörbar machen. Wir sind überzeugt, dass die Zahl der Menschen, die der europäischen Idee positiv gegenüberstehen, viel größer ist als die der Europa-Gegner, müssen aber lauter werden, um uns Gehör zu verschaffen und mit unseren Überzeugungen durchzudringen. Wir wollen die schweigende Mehrheit aufrütteln. Ich weiß nicht. Super, danke. Wer kommt jetzt dran? Die Dame hier mit der Länge. Genau, Nummer 5. Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit sind unantastbar. Die Freiheit der Einzelnen, Gerechtigkeit und Rechtssicherheit sind weiterhin in ganz Europa zu gewährleisten. Auch in Zukunft muss in allen Lebensbereichen geltendes Recht verwirklicht werden. Unabhängige Gerichte müssen weiterhin ihre Kontrollaufgabe wahrnehmen können. Staatliches Handeln darf nur auf Grundlage rechtmäßig erlassener Gesetze erfolgen. In Teilen Europas wird bereits die Pressefreiheit eingeschränkt. Dem muss entgegengetreten werden.
Vielen Dank. Dankeschön. Der Herr mit dem grünen und schwarzen Umhang. Wenn meine ist so traurig schon. Die europäischen Grundfreiheiten sind nicht verhandelbar. Personenfreizügigkeit, freier Warenverkehr, freier Zahlungsverkehr und Dienstleistungsfreiheit. Die europäischen Grundfreiheiten sind historische Errungenschaften, die aus Nationalstaaten eine Gemeinschaft gemacht haben. Sie sichern individuelle Freiheit und Wohlstand. Eine Beschneidung der Grundfreiheiten würde dramatische wirtschaftliche und persönliche Folgen auslösen. Nur durch die Gesamtheit der Grundfreiheiten wird die ausgewogene Verknüpfung von Rechten und Pflichten sichergestellt. Sonderwege und Ausnahmen führen zu einer Erosion der Gemeinschaft. Vielen Dank. Nummer 7, der Herr. Reformen sind notwendig. Europa muss erhalten werden, damit es verbessert werden kann. Die europäische Idee muss wieder verständlicher und bürgernäher werden. Sie muss von unten nach oben getragen werden. Europa soll wieder Freude bereiten. Wer austritt, kann nicht mitgestalten. Danke sehr. Und jetzt noch drei. Die Dame hier mit dem grünen Schal, bitte. Misstrauen ernst nehmen. Die Europäische Union ist kein Selbstzweck. Ihre Aufgabe ist, Lösungen für die Themen zu finden, die für die Bürger tatsächlich wichtig sind. Es muss eine Fokussierung auf die wesentlichen Herausforderungen unserer Zeit stattfinden. Bedenken gegen die Europäische Union müssen gehört und an deren Ursachen muss gearbeitet werden, sodass Ängste in Zuversicht gewandelt werden können. Danke sehr. Nummer 9, der Herr mit dem Radl. Vielfalt und Gemeinsames. Die Vielfalt innerhalb Europas ist großartig. Sie zu erhalten und regionale und nationale Identitäten zu wahren, muss europäisches Programm sein. Gleichzeitig verbindet uns Europäer so viel. Vielfalt und Gemeinsamkeit sind kein Widerspruch. Und niemand muss sich zwischen regionaler, nationaler und europäischer Identität entscheiden. Danke sehr. Und ja, das ist richtig. Die Dame mit den Lila, die gleich neben mir steht. Da. Möchten Sie? Ja. Alle können mitmachen und sollen es auch. Pulse of Europe ist eine zivilgesellschaftliche Initiative zum Erhalt Europas, überparteilich und überkonfessionell. Alle, die sich auf die europäische Grundidee einlassen, können sich einbringen. Der europäische Pulsschlag muss wieder spürbar werden. Vielen, vielen Dank an euch alle. Also das waren die 10 Pulse of Europe Prinzipien. Und jetzt gibt es eine... emotional und möglichst niederschwellig und interaktiv einfach erleben kann. Es ist eine Veranstaltung, die ausgerichtet ist für ca. 1000 Teilnehmer und wir gehen in 2 Wochen mit unseren Anmeldungen online. Wir freuen uns über alle, die dabei sein wollen. Das ist eine Gratis-Veranstaltung, weil wir wirklich damit versuchen wollen, Europa auf einer niederschwelligen, emotionalen und persönlichen Ebene Menschen näher zu bringen. Ich lade Sie alle ganz herzlich ein. Das Ding heißt Roots 28. In der Besprechung und es ist nicht unwahrscheinlich, dass es passieren wird, dass jeder 18-Jährige in Europa ein Interrail-Ticket bekommt, von der EU-Kommission zugeschickt, zum Reisen. Man soll nämlich Europa nicht aus den Geschichtsbüchern kennenlernen, sondern aus nächster Nähe. Freunde, nehmt euch an der Hand. Jeder darf.
dahin erfahren. Und Ende Februar, als das alles richtig sichtbar wurde in den europäischen Städten, habe ich beschlossen, auch einen Aufruf in Österreich zu starten, eine ganze Aktion zu starten auf Twitter. Und es gab gute, positive Feedbacks und das hat mir so die Bestätigung gegeben, jetzt muss das unbedingt auch in Wien gemacht werden, wenn es schon überall in anderen europäischen Städten gemacht wird. Wo, wenn nicht in Wien? Und jetzt sind wir heute hier nach 2 Wochen und jetzt sind wir schon mindestens 400 Menschen gewesen am Karlsplatz. Ja. Und wer was vor allem? Was ist Pulse of Europe? Also Pulse of Europe ist eine Bürgerbewegung, die spontan entstanden ist in Frankfurt von einem Ehepaar, das einfach Leute aufgerufen hat, einfach vom Sofa aufzustehen, auf die Straßen zu gehen und sich für diese europäische Grundidee auszusprechen, Menschen anzusprechen, sich gegenseitig zu vernetzen und gegenseitig zu kommunizieren, wieso Europa gerade so wichtig ist und wieso wir das Projekt nicht aufgeben dürfen. Ja. Moment, kann ich das nochmal? Ja, natürlich. Pulse of Europe ist eine Bürgerinitiative, die in Frankfurt gestartet wurde von einem Ehepaar, die sich gedacht haben, wir müssen jetzt die Menschen in Europa unbedingt zusammenbringen, wir müssen sie diskutieren lassen und dafür kämpfen lassen, dass Europa unbedingt in den nächsten Jahren noch bestehen bleibt. Also es geht in erster Linie um den Erhalt Europas, bevor es zur Verbesserung Europas kommt. Und die Ziele sind natürlich, dass wir die Wahlen in Frankreich beeinflussen, die demnächst anstehen. In den Niederlanden hat es gut geklappt und dann im September auch in Deutschland. Die ganze Aktion ist überparteilich und überkonfessionell. Das heißt, es ist wirklich von den Bürgern für die Bürger Europas. Gibt es also irgendeinen Hintergrund, einen politischen linke oder rechte Seite oder ja, also Sie haben gesagt überparteilich. Wer finanziert das? Woher kommt das? Also die Fahne hier, die habe ich mir selber gekauft und alle anderen Leute, die hierher kommen, haben sie entweder von mir oder von einem anderen privaten Sponsor, der es aus der Tasche gegriffen hat. Also es steckt keine Partei dahinter, keine Institution und wir wollen das auch nicht. Das ist wirklich Strenzens untersagt, dass sich hier irgendwer einmischt und uns diese Idee für sich wegnimmt. Also das ist wirklich, das soll von Mensch zu Mensch rübergetragen werden. Und es soll eine offene Diskussion jeden Sonntag um 14 Uhr in möglichst vielen Städten veranstaltet werden, wo Leute zusammenkommen und sich endlich mal aussprechen, wieso die EU mal gut für uns ist. Gibt es, ist alles in Ordnung mit der Europäischen Union? Der ist Route 28, also Route wie die 66, aber 28, und es geht darum, wir bringen eine Europareise nach Wien, um dadurch wirklich Europa auf einer ganz lockeren Ebene, so wie beim Reisen, einfach erlebbar zu machen. Das heißt, es ist eine ganze Tagesveranstaltung. Wir werden 15 Stationen in der ganzen Stadt haben, wo jede Station ein anderes europäisches Land darstellt. In Polen dumme polnische Pirogi kochen, in Spanien gibt es ein spanisches Konzert, bei Belgien haben wir einen Raum, in dem ein Live-Comic gezeichnet wird. Also es geht wirklich darum, so wie beim Reisen, einfach Länder, Menschen, Kulturen zu erleben und ihnen dadurch auch ein Stück weit näher zu kommen. Es wird eine öffentliche Gratisveranstaltung. Wir laden alle herzlich dazu ein. Wir gehen in 2 Wochen mit den Anmeldungen online unter www.route28.eu oder auch auf der Facebook-Seite kann man uns da gerne folgen, weil ich glaube, bei Europa geht es grundsätzlich darum, Menschen zusammenzubringen. Wo wird das stattfinden? In Wien, also es startet. Solendengler. Solen, wie schreibt sich das ganz gleich? S-O-L-E-N. Solendengler mit Bora? Genau. Okay. Und ja, was ist das? Ja, also Pulse of Europe ist eine zivilgesellschaftliche Initiative. Ist über die Partei, also über den Parteien hinweg, also soll wirklich für alle offen sein. Ist eine europäische Initiative, ist jetzt auch schon in 61 Städten und hat eben vor 3 Wochen in Wien begonnen. Und es ist so, dass wir uns von der Logistik so organisieren, dass wir gewisse Grundsätze haben, eben von politischen Parteien unabhängig. Wir haben diese 10 Grundsätze, die heute auch vorgestellt wurden. Die wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht alle auswendig und könnte sie jetzt nicht so sagen. Aber es ist auch eine ganze Liste auch mit dem Beschreiben von den 10 Grundsätzen. Und es ist so, dass wir uns eben jeden Sonntag um 14 Uhr treffen und es soll so wie ein Forum sein. Also, dass alle, es ist Open Mic und es kann jeder eigentlich einen Beitrag.
Beitrag leisten, auch gerne kritisch gegenüber der EU, aber eben konstruktiv sprechen. Und natürlich haben wir ja den Ansatz, positiv an die EU ranzugehen und vor allem das Zwischenmenschliche wieder in den Vordergrund zu stellen. Was war heute? Wie war es heute? Was ist heute abgegeben?